Kapitel 3: Die fünf Prinzipien von Raghunuga Bhakti. Srila Gurudeva. Wir haben zusammenfassend die Erklärungen der ersten zwei Verse beendet, die von Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in seinen Raga Vartma Chandrika zitiert und besprochen wurden. Der erste Vers lautet: Krishnam Smaran Jnanam Chasya Prestam Nija Samihatam Tat Tat Kata Ratas Chaso Kuryat Vasam Vraje Sada Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.294. Während man sich an Krishna und seine geliebten Gefährten, denen wir nachzufolgen wünschen, erinnert und dabei vollständig vertieft in die Gespräche über ihre Lilas ist, sollte man stets in Vraj leben. Wenn das nicht möglich ist, sollte man sich im Geiste dort aufhalten. Wir sollten uns an Krishna erinnern und an diejenigen unter seinen Gefährten, deren Seva-Stimmung wir in heiliger Begierde anstreben. Wir erinnern uns an sie, hören und erinnern ihre Spiele mit Sri Sri Radha Krishna. Und wir sollten in Vrindavan leben, wenn nicht physisch, dann wenigstens im Bewusstsein. Der zweite Vers lautet: Seva Sadaka Rupena Siddha Rupena Chatrahi Tat Bhava Lipsuna Karya Vraja Lokana Sarataha. Auf dem Pfad von Raghunuga sollte man Krishnas geliebten vertraulichen Gefährten und ihren Nachfolgern folgen und immer in ihre Dienste vertieft bleiben. Dies sollte im Sadaka Rupa, der gegenwärtige äußere materielle Körper, und ebenso im Siddha Rupa geschehen, im inneren, spirituell vollkommenen Körper, der für den Seva, den man sich innigst im Herzen zu Sri Krishna wünscht, geeignet ist. Man sollte sich diese Bhav, die spezielle liebevolle Stimmung der Gefährten von Krishna in Vrindavan, denen man nachfolgen möchte, brennend wünschen. Sadaka Rupena bezieht sich auf Srila Rupa Goswami und Siddha Rupena bezieht sich auf Rupa Manjari. Vraj Lokanasa Ratata bezieht sich auf Sri Krishnas Naralila, seine menschenähnlichen Spiele mit Nanda Baba, Yashoda und den Gopis. Sie haben menschenähnliche Beziehungen zu Krishna, doch weder sie noch Krishna sind Menschen. Und der dritte Vers ist: Shravana Tokirtanadini Vaidi Bhakti Uditani Tu Yani Angani Chatani Atra Vichne Yani Manis Bihi Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.296. Im Vaidhi Bhakti sollte man die Vorgänge der Bhakti wie Shravana, Kirtana und so weiter gemäß der eigenen Qualifikationen praktizieren. Die Gelehrten, die in den Prinzipien der Bhakti shastrisch bewandert sind, empfehlen diese Prinzipien der Bhakti auch in dem Pfad der Raghunuga Bhakti weiter zu befolgen. Wenn eine Person durch das Lesen oder Hören der Empfehlungen der Schriften Vertrauen entwickelt und dann als Folge davon inspiriert wird, Bhakti zu entwickeln, nennt sich das Vaidhi Bhakti. Doch wenn der Devotee eine reine heilige Gier hat, Seva wie die der Gopis zu erlangen, dann wird er, auch wenn er äußerlich den Aspekten der Vaidhi Bhakti folgt, schon Madhurya oder Raghunuga Bhav entwickelt haben. Die Stimmung seiner Vaidhi Bhakti Praxis wird sich wandeln. Es wird nicht mehr die gleiche Stimmung der Vaidhi Bhakti sein. Ein Raghunuga Bhakta mag alle 64 Aspekte Angas der Bhakti befolgen oder 9 oder 5 oder 3 Shravana, Kirtana und Smarana oder nur einen Harinam Sankirtan.
Doch er tut dies in der Stimmung von Raganuga. In seiner Erklärung dieser Schloka sagt Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dass ein Raganuga-Devoti nicht jeden einzelnen aller 64 oder 9 Vorgänge der Bhakti befolgen muss. Er widmet sich nur den Praktiken, die für die Entwicklung von Raganuga-Bhakti förderlich sind. Siehe Anhang 1. Er wird keine Vergehen auf sich nehmen, wenn er einige der Aspekte vernachlässigt, um die Mula oder Grundbhav, wesenseigene Stimmung, zu fördern. Das nennt sich auch Amsi Bhav. Amsi bedeutet Tamal Krishna Maharaj, Essenz, Srila Gurudev. Was meinst du mit Essenz? Tamal Krishna Maharaj. Essenz heißt die essentielle Sache. Srila Gurudeva. Welche essentielle Sache? Tamal Krishna Maharaj. Essentiell ist es, die heilige Gier zu bekommen. Srila Gurudeva. Dieser Devoti ist schon begierig. Burichandas. Zu kultivieren oder nähren? Srila Gurudev. Was zu kultivieren oder zu nähren? Burichandas. Seine Zuneigung, seine Liebe. Srila Gurudeva. Welche Zuneigung? Burijandas. Seine Zuneigung für Krishna in einer besonderen Art oder Stimmung. Srila Gurudeva. Die Grundlage ist Gopi Bhav oder noch spezifischer Manjari Bhav. Die Stimmung des persönlichen Dienstes zu Srimati Radhika, wie die Manjaris sie haben. Das ist die Essenz, die Grundstimmung, Mula Bhav. Um das zu erlangen, übt der Devoti alle Handlungen aus, die das unterstützen, und vermeidet diejenigen, die dafür nicht förderlich sind. Zum Beispiel vermeidet er Ahangra Pasana, kennt ihr die Bedeutung davon? Giriraj Maharaj, sich selbst als Gott verehren zu lassen. Srila Gurudeva. Das bedeutet es in diesem Zusammenhang nicht. Es bedeutet zu denken, ich bin Lalita, ich bin Vishaka, ich bin Chitra oder ich bin Rupa Manjari. Sahajiya Babajis meditieren, ich bin Lalita Saki, anstatt zu denken, ich bin Lalita Dasi. Diese Ahankara Pasana, sich selbst als nicht verschieden vom Objekt der Verehrung zu fühlen, ist sehr gefährlich. Seid achtsam, dies zu vermeiden. Eine andere nicht förderliche Praxis sind Mudras. Kennt ihr die Bedeutung von Mudra? In Klammer, verschiedene Handbewegungen zur Rezitation von Mantras. Tamal Krishna Maharaj. All die unwichtigen Dinge in Beziehung zu Arjana und Puja. Srila Gurudeva. Wir halten kein Kuschelgras in den Händen, wenn wir eine Sankalpa-Gelübde tun. Und wir praktizieren auch das Kara-Nyasa nicht. Wir meditieren nicht über Dvarak-Lila, noch verehren wir die Königinnen von Dvarak. Obwohl sich diese Praktiken innerhalb der 64 Aspekte von Bhakti befinden. Und in Bezug auf die Verehrung von Ramachandra, seid vorsichtig, das ist für andere, nicht für uns. Obwohl Rama ebenfalls Krishna ist, sollten wir daraufhin achtsam sein. Wir können ihm unsere Ehrerbietungen darbringen und sagen, O Krishna, du hast so eine solch wunderschöne Gestalt als Rama manifestiert, durch die du viele wundervolle Spiele vollbringst. Wir werden ihn nicht als Rama, aber als Krishna ansprechen, und wir werden diese Form von Rama nicht spezifisch verehren. In Klammer, wenn solche Devotis Rama an seinem Erscheinungstag verehren, dann in der Stimmung, dass er Krishna in der Form von Rama ist. Die Verehrung von Dvarakadisha Krishna ist besser als die Verehrung von Rama. Doch auch davon wird abgeraten. Tamal Krishna Maharaj.
Was ist mit Nrisimhadev? Srila Gurudev. Wir erweisen Nrisimhadev unsere Pranams als den Beschützer von Bhakti. Die Shastra weist verschiedene Regeln und Regulierungen als Unterweisungen für bestimmte Arten der Verehrung auf, die jedoch für die allgemeine Massen gedacht sind und nicht für Sadakas, die spezifisch Srimati Radharani dienen möchten. Raganuga bedeutet, Radhika mit Krishna zu dienen, und unser Wunsch ist einpünktig, ganz darauf ausgerichtet zu sein. Unsere Guru Parampara hat so viele Deities für die allgemeine Öffentlichkeit etabliert, die aber nicht für diejenigen gedacht sind, die sich in einpünktig ausgerichteter Verehrung beschäftigen. Verrichte deine Verehrung sehr bewusst und achtsam, auf solche Weise, dass niemand denkt, du wärst gegen Rama oder Dwarkadischa Krishna. Andere sollten sie verehren und du solltest all deine Bhakti-Aktivitäten mit einpünktiger heiliger Gier ausüben. Tamal Krishna Maharaj. Es gibt dazu diesen Vers in der Bhagavad Gita, der sagt, man sollte nicht den Geist der Srila Gurudev. Bhagavad Gita 3.26. Um den Geist der Unwissenden, die an den fruchtbringenden Resultaten ihrer vorgeschriebenen Pflichten haften, nicht zu stören, wird eine weise Person sie nicht auffordern, ihre Arbeit niederzulegen. Vielmehr beschäftigt er sie in allen Arten von Aktivitäten, die sie allmählich in ihrer Entwicklung zu Krishna-Bewusstsein erheben, indem er sie lehrt, im Bewusstsein der Hingabe zu arbeiten. Verschiedenste Praktiken werden in den Bhakti-Shastras empfohlen. Und dennoch wird ein Raganuga-Devoti sie nicht nur deshalb ausüben. Die Shastras sagen zum Beispiel, dass es ein Vergehen ist, irgendeinen Vorgang der Bhakti zu vernachlässigen. Die Shastras sagen, man sollte nicht Avajana begehen. Was ist die Bedeutung von Avajana? Giriraj Maharaj, nicht gehorsam. Srila Gurudev. Obwohl es nicht richtig ist, irgendeinen Aspekt der Bhakti zu vernachlässigen, gibt es in diesem Zusammenhang ein wichtiges Verständnis. Die Praktiken, die für Raganuga nicht förderlich sind, sollten nicht ausgeführt werden. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sagt hierzu, es mag einen Zeitpunkt geben, wenn eine Person, der den Prinzipien von Raganuga folgt, einen Tempel von Satyabhama, Rukmini, Ramachandra oder anderen Bildgestalten besucht und durch einen Zufall in die Situation kommt, wo er sie verehren sollte. Wenn er das dann jedoch nicht tut, wird er kein Vergehen auf sich nehmen. Für jede andere gewöhnliche Person würde die Vermeidung dieser Verehrung im Allgemeinen ein Fehler sein. Doch im Falle eines Raganuga-Devoti mit reiner heiliger Gier ist das Auslassen dieser Verehrung nicht von einer Haltung geprägt, die man als vergehensvoll betrachten würde. Lasst uns dies am Beispiel von Hanuman betrachten. Garuda sagte einmal zu Hanuman: Dein verehrenswürdiger Deity ruft nach dir. Dein verehrter Herr Krishna möchte, dass du kommst und seinen Darshan nimmst. Hanuman antwortete: Meine Gesundheit ist so angeschlagen, ich kann nicht gehen. Ich bin ernsthaft krank. Garuda wiederholte: Aber Krishna ruft nach dir. Hanuman antwortete: Ich weiß, aber ich bin so müde, dass ich nichts machen kann. Garuda versuchte ihn dann mit Gewalt mitzunehmen. Aber Hanuman streifte Garuda einfach nur mit seinem Schwanz und warf ihn mit solcher Kraft hinweg, dass er direkt vor dem Palast von Krishna in Dwarak landete. Krishna sagte zu Garuda: Geh noch einmal zu ihm und sage ihm diesmal, dass Rama nach ihm ruft. Garuda kehrte zu Hanuman zurück und sagte: Dein verehrenswürdiger Deity, Lord Rama, ruft nach dir. Hanuman wurde sofort freudvoll
enthusiastisch und antwortete: Ich werde gleich mein Bad nehmen und sobald ich Tilak aufgetragen habe, werde ich kommen. Bitte geh voraus und sage Rama, dass ich sofort da bin. Garuda sagte: Ich werde extrem schnell mit der Geschwindigkeit des Geistes unterwegs sein. Bitte komme mit mir und setze dich auf meine Flügel. Nein, nein, sagte Hanuman, das ist nicht nötig. Du kannst schon mal losfliegen, ich komme dann auch. Als Garuda mit großer Geschwindigkeit auf halbem Weg schon fast bei Rama war, sah er, wie Hanuman zurückkehrte und Krishna in seiner Form als Rama gesehen hatte, mit ihm gesprochen und ihm seine Ehrerbietungen dargebracht hatte. Hanuman war schon auf dem Rückweg, während Garuda noch auf dem halben Hinweg war. Er war so eifrig entschlossen gewesen, seinen verehrungswürdigen Herrn, der ihn rief, zu sehen, dass er, obwohl er vorher aus mangelndem Enthusiasmus krank schien, nun in der Lage war, zu springen. Jetzt konnte er viel schneller fliegen als Garuda, der mit der Geschwindigkeit des Geistes reiste. Wenn also der Sadaka mit heiliger Begierde einige der verschiedenen Aspekte der neuen Arten der Bhakti nicht befolgt, wie zum Beispiel Pada Sevanam, Parigram der heiligen Pilgerstätte, der Spiele des Herrn, oder Archanam, Tempelverehrung, und er in seiner Grundstimmung bleibt, dann ist diese Vernachlässigung kein Vergehen. Die Grundbhav des Raghunuga Bhakti wird alle Mängel beheben, die sich aus der Vernachlässigung der anderen Praktiken ergeben könnten. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.101. Hingebungsvoller Dienst zu Bhagavan, welcher die autorisierten vedischen Schriften wie die Upanishaden, Puranas, das Narada Pancharatra etc. ignorieren, stellt eine unnötige Störung in der Gesellschaft dar. Kennt ihr diesen Shloka? Es ist ein sehr wichtiger Shloka aus dem Bhakti Rasamrita Sindhu. Die Erläuterung dazu, dass jemand, der sich in einpünktiger Verehrung von Krishna, Aikantik Harya Bhakti, übt, jedoch nicht den Anweisungen der Shastras wie den Shrutis, Smritis oder Puranas folgt, Störungen hervorrufen wird. Wenn jemand aber in seiner Grundbhakti wirklich verankert ist und reine heilige Gier besitzt, Radha und Krishna zu dienen, wird dies allein ausreichen. Eine solche Person mag vielleicht die Aspekte der Bhakti nicht ausüben, die für den Fortschritt in Raghunuga Bhakti nicht dienlich sind, obwohl die Shastra uns unterweist, alle Vorgänge der Bhakti zu befolgen. Doch wird ein solcher niemals ein Vergehen auf sich laden. Jemand, der mit inniger Sehnsucht ausschließlich den Prinzipien der Raghunuga Bhakti folgt, wird den Dienst von Radha und Krishna in Gopi Bhav erlangen. Dies ist eine Tatsache. Hier gibt es in diesem Zusammenhang noch einen wichtigen Punkt zu betrachten. Srila Vishwanath Chakravarti sagt uns: Manchmal heißt es, dass ein Sadaka, der eine Neigung hat, Sri Sri Radha Krishna mit Raga zu dienen und nur im Hören, Chanten und Erinnern in Vaidhi Bhakti beschäftigt ist, Dwarak Bhav erreichen wird. Dort wird er eine Dienerin von Rukmini und Satyabhama. Er schreibt, dass es auch manchmal heißt, dass ein Sadaka mit heiliger Gier der Vaidhi Bhakti und zusätzlich noch Raghunuga Bhakti praktiziert, eine Dienerin der Königinnen von Mathura würde. Srila Vishwanath Chakravarti beschreibt dann, dass diese Konzepte nicht korrekt sind. Die Königin von Mathura ist Kubja. Sie war eine buckelige Dienerin Kamsas, die durch den Anblick Krishnas eine romantische Anziehung zu ihm entwickelte. Doch weil sie Krishna für ihren eigenen Genuss begehrte, wurde ihre Liebe aus diesem Grund abgelehnt. Ihre Liebe kann nicht mit der Liebe der Königinnen von Dwarak oder der Vraj-Gopis verglichen werden.
Doch die Königinnen von Dwarak sind Rukmini, Satyabhama und andere wie sie. Es ist nicht korrekt zu behaupten, dass eine Person, die Vaidhi-Bhakti praktiziert, den Dienst zu den Königinnen in Dwarak erhält. Es ist auch nicht korrekt, dass eine Person mit heiliger Gier, die beides, also Vaidhi-Bhakti und Raganuga-Bhakti ausübt, den Dienst zu Kupcha erlangt. Kupchas Liebe ist nicht wirklich rein und daher ist sie natürlich geringer einzuschätzen als die Prema der Königinnen von Dwarak. Die Liebe der Königinnen von Dwarak ist sehr, sehr viel höher einzustufen als die Anhaftung von Kupcha. Vaidhi, die mit Raganuga praktiziert wird, ist als fortgeschrittener zu betrachten als das Praktizieren von Vaidhi alleine. Versteht ihr diesen Punkt? Es wäre gegen die Prinzipien der Bhakti, dass eine Person, die Vaidhi-Bhakti und auch Raganuga-Bhakti ausübt, eine untergeordnete Stellung des Dienstes zu Kupcha erhält, während die Praxis von Vaidhi-Bhakti allein eine höher gestellte Position hervorbrächte. Tamal Krishna Maharaj. Vielleicht die Chandravalis-Dienste? Srila Gurudeva. Nein, in der Gopala Tapani Upanishad steht, dass Rukminis Heirat in Mathura stattfand und aus diesem Grund sagen einige Personen, dass Rukmini dort als Krishnas Königinnen zugegen ist. Doch das entspricht nicht unserer Vaishnava-Prinzipien. Es entspricht nicht unserer Gaudiya Vaishnava-Philosophie zu behaupten, dass das Befolgen von Vaidhi-Bhakti das gleiche Resultat hervorbringe, als wenn jemand sich in einer Mischung von Vaidhi und Raganuga-Bhakti beschäftigt. Srila Vishwanath Chakravarti sagt, dass die Vorstellung von Rukminis Heirat in Mathura entgegen der Shastras wäre und es wurde auch nur in der Gopal-Tapani Upanishad erwähnt. Wenn die Gopal-Tapani Upanishad sich auf Mathura bezieht, bezieht sich das eigentlich auf Dwarak. Tamal Krishna Maharaj. Ist das so, weil Mathura und Dwarak mehr oder weniger gleich sind? Srila Gurudeva. In dieser Betrachtungsweise ja. Von unseren Studien des Srimad Bhagavatam und allen anderen authentischen Bhakti-Schriften wissen wir, dass die Vorstellung der Heirat Rukminis in Mathura nicht authentisch ist. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur wird das später noch beschreiben. Doch er erklärt es jetzt, um den Punkt klarzustellen. Welche Vorgänge der Bhakti werden in Raganuga Bhakti praktiziert? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur wird das später noch beschreiben. Doch er erklärt es jetzt, um den Punkt klarzustellen. Welche Vorgänge der Bhakti werden in Raganuga Bhakti praktiziert? Welche sind essentiell und welche werden nicht betrachtet? Um dies zu beantworten, hat Srila Vishwanath Chakravarti Thakur 5 Kategorien von hingebungsvoller Praxis für eine Person mit aufrichtiger Begierde beschrieben. Erstens Abhishta Bhav Mai, Vertiefung in die Siddha Bhav, die Stimmung einer Manjari. Zweitens Abhishta Bhav Sambandhi, jene Praktiken, die in Beziehung zu der angestrebten, geschätzten Gemütsstimmung stehen. Solche Praxis wird gewiss das gewünschte Ziel hervorbringen. Drittens Abhishta Bhav Anukula, solche Praktiken, die sich förderlich auf die gewünschte Gemütsstimmung auswirken. Viertens Abhishta Bhav Aviruddha, Praktiken, die neutral sind. Sie sind nicht förderlich, aber auch nicht abträglich für die gewünschte Gemütsstimmung. Fünftens Abhishta Bhav Viruddha, die Praktiken, die nicht förderlich, sondern abträglich für die Erlangung der gewünschten Gemütsstimmung sind.
Die erste ist Abhistha Bhav Mai. Immer an die Siddha Bhav denken. Die Bhav einer Manjari. Das wird sich niemals verändern. Tamal Krishna Maharaj. Was ist die Bedeutung von Abhistha? Shribad Madhav Maharaj. Das ersehnte Objekt. Srila Gurudeva. Abhistha bezieht sich auf das, was wir uns wünschen. Ista bedeutet, was wir wollen. Und Abi, gewiss. Absorbierung in diese Stimmung wird uns sicherlich die Erlangung unseres erhofften Zieles bescheren. Dann kommt Abhistha Bhav Sambandhi und danach Abhistha Bhav Anukula. Kennt ihr die Bedeutung von Anukula? Shribad Madhav Maharaj. Förderlich. Srila Gurudeva. Ja, wir können auch Praktiken annehmen, die nicht abträglich sind. Aber wir vermeiden die Praxis, die nicht förderlich sind. Abhistha Bhav Viruddha. Wenn eine Praxis förderlich ist, nehmen wir sie an. Und die Praktiken, die neutral, nicht förderlich, aber auch nicht abträglich sind, Abhistha Aviruddha Bhav, können angenommen oder vernachlässigt werden. Je nach Purijandas, nach dem, was praktisch ist. Srila Gurudev. Je nachdem, wie die Atmosphäre ist. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur beschreibt die fünf Aspekte der Raganuga Bhakti noch ausführlicher. Abhistha Bhav Mai. Die Praktiken, die wir zur Zeit des Sadhana ausführen. Die Praktiken, die wir ausüben, um unser Ziel zu erreichen, werden selbst zur Zeit des Sadhya, die Stufe der Siddhi, der Vollkommenheit, dieselben sein. Raganuga Sadhakas erinnern Krishna, Govinda während der Zeit des Sadhana und sie sind auch in ihren spirituellen Formen als Manjaris darin absorbiert. Beide Erinnerungen sind gleich, doch eine ist unreif und die andere reif. Das Subjekt der Stimmung wird sich niemals ändern, genauso wie der Kirtan sich nie ändern wird, egal ob er auf der Stufe des Sadhana oder des Siddha ausgeübt wird. Die Absorbierung der Sadhakas in ihre wesensgemäße Stimmung nennt sich Abhistha Bhav Mai. Solche Sadhakas betrachten sich selbst als Kishori Gopis, jugendliche Gopis, die in Radhikas Dienst beschäftigt sind. In ihrer Meditation sehen sie sich als Kurhirtenmädchen, die wunderschöne Blumengirlanden aufziehen und diese Girlanden Rupa Manjari überreichen. Rupa Manjari wiederum gibt diese Girlanden weiter an Lalita und Vishaka, die sie dann Radha und Krishna um den Hals legen. Diese Art der Meditation nennt sich Astakalya Seva oder auch Astayami Seva. Sri Krishnas ewige Spiele Nitya Lila in Vrindavan heißen Astakalya Lila. Der 24-stündige Tagesablauf von Sri Sri Radha Krishna wird in 8 Teile gegliedert. Angefangen mit Nishanta Lila, Spiele kurz vor dem Sonnenaufgang, Prata Lila, Spiele am Morgen, Purvana Lila, Spiele am Vormittag, Madhyana Lila, Mittagsspiele, Aparana Lila, Spiele am Nachmittag, Sayama Lila, Spiele in der Abenddämmerung, Pradosa Lila, Abendspiele, und Ratri Lila, Spiele in der Nacht. Mit einer solchen inneren Absorption sprechen Sadhakas Gebete wie Srila Raghunath Das, Vilap Kusumanjali und in ihren Siddhadeya beschäftigen sie sich tatsächlich in diesen Diensten. Die Aktivitäten sind die gleichen und verändern sich nicht. Es ist nur eine Frage, ob der Übende sich in einem unreifen oder einem reifen Stadium befindet.
Lasst uns nun das zweite Prinzip, Abhistha Bhav Sambandhi, betrachten. Alles hat zwei Ursachen, Upadana Karan und Nimitta Karan. Kennt ihr die Bedeutungen dieser zwei Worte? Tanudara Maharaj. Die materielle Ursache. Tamal Krishna Maharaj. Und die wirkende Ursache. Die materielle und die wirkende Ursache. Srila Gurudeva. Was heißt wirkend? Tanudara Maharaj. Der Handelnde und der. Srila Gurudeva. Wir nehmen das Beispiel eines irdenen Topfes. Die Erde in ihrer Rohform oder im gebrannten Zustand ist Upadana und der Töpfer ist Nimitta. Wir können auch das Beispiel eines Faden oder anderer Materialien nehmen. Sie sind Upadana Karan. Die Schöpfung der materiellen Welt hat zwei Ursachen. Nimitta und Upadana. Und von diesen beiden ist Upadana wichtiger. Die Zutat oder die Hauptursachen Upadana ist Prakriti und die instrumentale Ursache Nimitta ist Karunodakashai Vishnu. Im Zusammenhang mit der kosmischen Schöpfung ist Karunodakashai Vishnu die Nimitta Karana und Advaita Acharya, Shiva, ist Upadana. Versteht ihr das? Tamal Krishna Maharaj. Wir haben das vor kurzem in unserer Brahma Samhita Vorträgen unterrichtet. Srila Gurudeva. Im Raghavartma Chandrika erzählt uns Srila Vishwanath Chakravarti Thakur über die Upadana Karana, die grundlegende oder die Hauptursache von heiliger Begierde. Die Hauptursache liegt im Shravanam, dem Hören von unseren Shiksha oder Diksha Gurudeva über Krishna. Dieser Krishna, ein wunderschöner Jüngling, der äußerst lieblich anzuschauen ist, wenn er die Flöte an seinen Lippen hält, und ruft Gopi Prema hervor. Unser Guru wird uns von diesen besonderen Gopis erzählen, wie Rupa Manjari und allen Manjaris von Srimati Radharani. Sie stellen das Reich dieser Gopi-Prema dar, die wir uns erhoffen. Wenn das unser Wunsch ist, sollten wir uns an sie erinnern und über ihre Aktivitäten sprechen. Wir gehen auch zu den Orten ihrer Spiele, wie Radhakund, Shyamakund, Giriraj, Govardhan, Vrindavan und Vamsivat. Diese hingebungsvollen Dienste sind Upadana Karan, essentielle Praktiken, die uns schnell an unser Ziel führen. Einige Praktiken sind Nimitta Karan, wie zum Beispiel Tilak auftragen, Kantimala zu tragen, Sannyas anzunehmen und safranfarbige Kleider anzulegen. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur beleuchtet das Thema und klärt es Stück für Stück auf. Einige Handlungen sind als Upakarana bekannt. Kennt ihr die Bedeutung davon? Bodhichandas. Wäre grundlegend die richtige Übersetzung? Grundlegend bedeutet unbedingt notwendig. Srila Gurudeva. Upakarana bedeutet, wenn du dich in dieser Art von Handlungen beschäftigst, wird deine Bhakti fortschreiten. Du wirst darin wachsen und wenn du es nicht machst, bedeutet dies ein großer Verlust. Solche Praktiken sind das Lesen des Srimad Bhagavatam und ähnlicher Vaishnava-Literatur. Upakarana bedeutet nutzbringend und bezieht sich daher auf beide Upadana Karan und Nimitta Karan Praktiken. Guru Parashrai, Zuflucht bei einem echten, authentischen Guru, Mantra Japa, das Chanten von Mantras, Dhyana, Meditation, Hören und Erinnern, diese Praktiken sind Bhav Sambandhi oder Upadana
Karan. Sie sind notwendig und in all den Praktiken liegt die größte Wichtigkeit darin, im Zentrum die Grundbhav zu behalten, für die wir heilige Begierde haben, Sakya, Vatsalya oder Madhurya. Und wieder ist auf der Sadhana-Stufe diese Bhav, Abhista Bhav, unreif, und auf der Siddha-Stufe ist sie reif. Tamal Krishna Maharaj. Die Vorstellung von Upadana und Nimitta ist mir noch nicht klar. Srila Gurudeva. Zuerst ist der Bhav Mai, die echte heilige Begierde für die spezifische Stimmung, Manjari Bhav. Dann kommt Bhav Sambandhi, die Upakana Karan ist. Es ist die Beschäftigung mit den essentiellen Praktiken, die uns die Stimmung schnell entwickeln lassen. Ohne Guru Padashrai kann man diese heilige Begierde nicht erlangen. Hören von Sri Guru und ihm zu dienen sind essentielle Praktiken und heißen daher Upadan Karan Bhav Sambandhi. Sich an den Gopal Mantra, den Kam Gayatri und Sri Chaitanyas Mantren zu erinnern, ist Bhav Sambandhi. Wenn wir uns erinnern, sind das nur Worte, die wir erinnern? Es sollte ein Gefühl in unserem Herzen erscheinen, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu Sri Krishna selbst ist und dass seine Güte grundlos ist. Mahaprabhu ist immer in der Stimmung, Krishna Prema durch sein Mantra zu schenken. Um seinen Dienst zu erlangen, bringen wir uns selbst diesem Gauranga durch die Worte Swaha dar. Es wird daher geraten, diese Gayatri Mantras, die uns der Guru gegeben hat, dreimal täglich zu chanten. Das ist ebenso Upadana Karan und es ist unerlässlich. Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 22.159. Wie sehr die Einwohner von Vrindavan Sri Krishna doch am Herzen liegen. Wenn jemand sich im spontanen, liebevollen Dienst beschäftigen möchte, muss er den Einwohnern von Vrindavan nachfolgen und in seinem Geist ununterbrochen im hingebungsvollen Dienen vertieft sein. Der Sadhaka folgt einem von Sri Krishnas geliebten Gefährten, entsprechend seines inneren Wunsches und chantet dabei ununterbrochen den Mahamantra. Das ist Upadan Karan. Doch er chantet nicht nur einfach. Er erinnert sich an die vorherrschenden Detis des Harinam und er erinnert ihre Eigenschaften. Er erinnert die Eigenschaften von Rama in Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, die sich auf Radha Raman beziehen. Und in Hare Krishna erinnert er sich, dass Hare Srimati Radhika ist. Die Phrase Harati Kunje Itik Hare Krishnam Harati bedeutet, dass Krishna allanziehend für alle ist. Doch Srimati Radhika zieht sogar ihn an und verzaubert ihn im Nikunja Lila. Daher ist sie Madan Mohan Mohini, diejenige, die den Bezauberer des Liebesgottes zu betören vermag. So meditieren wir, während wir Harinam chanten. Der Hare Krishna Mantra ist ein Siddha Mantra und daher sind kein Anusthan, Zeremonie oder ein Puru Charana, vorbereitendes Reinigungsritual, mit der Meditation darüber als Vorbedingung verbunden. Den Mantra zu chanten ist eine Praxis von Bhav Sambandhi und daher ist solches Chanten Upadana Karan. Eine essentielle Praxis. Nimitta Karan Praktiken sind nicht Bhav Sambandhi. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt sowohl den Asta Dasaksya 18-silbigen Mantra als auch den Dasaksya
zehnsilbigen Mantra, den Chaitanya Mahaprabhu von seinem Gurudeva erhielt, ist der Mantra Asta Dasaksya 18-silbig und Gopi Janavallava Swaha allein ist ein Dasaksya Mantra 10-silbig. Tamal Krishna Maharaj, kannst du das bitte ausführlicher erklären, was du gerade zuletzt gesagt hast? Was bedeutet Dasaksya? Srila Gurudeva, Gopi Janavallavaya Swaha ist der Dasaksya Mantra. Shripad Madhava Maharaj, das zehnsilbige Mantra. Srila Gurudev, ohne Klim. Tamal Krishna Maharaj, welches Mantra? Srila Gurudeva, dein Guru hat ihn dir gegeben und ich habe es auch gegeben. Gopijana Vallabhaya Swaha. Tamal Krishna Maharaj, aber ohne Klim? Srila Gurudeva, Klim wird nicht zu den zehn Silben dazugezählt. Es ist getrennt davon. Es ist das Bija-Mantra. Das Bija-Mantra ist ein Mantra in sich selbst und es hat sich mit den anderen Silben kombiniert. Tamal Krishna Maharaj, was passierte mit Krishnaya Govindaya? Srila Gurudeva, durch den Zusatz dieser beiden Worte plus Klim wird der Mantra ein 18-silbiges Mantra. Manche Personen sagen, dass es 24 Silben im Kam Gayatri gibt. Und manche behaupten 24, doch als Sri Radhika dem Srila Vishwanath Chakravarti Thakur die korrekte Information in einem Traum offenbarte, wusste er, Tamal Krishna Maharaj, 24,5 Silben. Er wusste dann, was die halbe Silbe war. Srila Gurudeva, diese Mantren sind auch Bhav Sambandhi und das Hören und Erzählen über Krishna und seine geliebten Gefährten sind ebenso Bhav Sambandhi. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, dass es in Raganuga zwei wesentliche Aktivitäten gibt. Smarana, Erinnerung, und Kirtana, Chanten. Welche ist in diesem Zusammenhang denn wichtiger? Kirtana oder Smarana? Tamal Krishna Maharaj, Smarana. Srila Gurudeva, du sagst, dass Smarana übergeordnet ist? Burijandas, das Priyat Bhagavatamrita sagt klar, dass Kirtana übergeordnet ist. Srila Gurudeva, Srila Sanatan Goswami erklärt, dass Smarana höher gestellt erscheint. Doch für das Kali-Yuga wird laut Priyan Naradiya Purana erklärt, Harir Nam, Harir Nam, Harir Nam Eva Kevalam. Sri Chaitanya kam allein für den Kirtana und diejenigen, die sich in diesem Kirtan-Yagya beschäftigen, Harinam Sankirtan, werden Sumedha Saha genannt. Srimad Bhagavatam 11.5.32. Im Zeitalter des Kali erscheint Sri Krishna in einer goldenen Hauttönung, Akrishna. Er singt ununterbrochen die zwei Silben Kri und Sna und wird von seinen Gefährten, Dienern, Waffen und vertraulichen Beigesellen begleitet. Intelligente Menschen verehren ihn durch das Sankirtan Yagya. Dann erklärt Srila Chakravarti Thakur, dass die von Sri Chaitanya Mahaprabhu getroffene Wahl eine beschlossene Tatsache ist. Aus diesem Grund ist Smarana nicht übergeordnet, sondern es folgt auf Kirtana. Srila Sanatan Goswami erklärte in seinem Priyat Bhagavatamrita, warum es so ist. Er hat besonders beschrieben, dass Smarana unter der Führung von Sankirtan praktiziert werden sollte. Wenn ein Anfänger damit beschäftigt ist, über die Lilas von Krishna zu meditieren
und es dabei irgendein Geräusch gibt, würde dies die Konzentration dieser Person unterbrechen. Nur eine vollkommen reine Person würden lautes Singen, Unterhaltungen oder laute Geräusche in ihrer stillen Meditation nicht stören. Wenn aber andererseits der Geist einer Person sehr unstet ist und er lautes Kirtan ausübt, dann werden alle anderen Sinne dadurch still werden. Aus diesem Grund ist Chanten und Erinnern gemeinsam Bhav Sambandhi. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur verweist uns auf Srila Rupa Goswamis Buch Sri Ujjwala Nilamani, in dem über die Weisen gesprochen werden, die Tapasya praktizieren. Kennt ihr die Bedeutung von Tapasya? Devotees, Entsagungen, Srila Gurudeva. Wir sollten in diesem Zusammenhang nicht denken, dass Entsagung hier bedeutet, sich im Sommer mit Feuer zu umgeben oder im Winter in sehr, sehr kaltem Wasser zu baden, nicht zu essen, zu schweigen oder sich andere körperliche Härten aufzuerlegen. Entsagungen bezieht sich hier auf Aradhana, Verehrung. 60.000 Rishis üben Aradhana im Geist aus. Und durch die Gnade von Lord Ramachandra wurden alle von ihnen Gopis. Diese Praktiken sind alle Bhav Sambandhi. Tamal Krishna Maharaj. Als du vorhin erwähntest, dass Kirtan dem Smaran übergeordnet ist, bezog sich dieser Kirtan auf das sanfte Chanten mit der Mala, Japa, oder auf das gemeinsame Chanten vieler Menschen, die Kirtan zusammen machen. Srila Gurudeva. Es gibt zwei Arten zu chanten. Vyaktigata und Amastigata. Individuell oder gemeinsam. Srila Raghunath Das Goswami praktizierte Kirtan individuell, das heißt alleine. Als er aber mit Chaitanya Mahaprabhus Kirtan-Gruppe sang, war das kein individuelles Chanten. Als Chaitanya Mahaprabhu mit Ramananda Rai sprach, waren ihre Gespräche individuell in dem Sinne, dass kein Dritter dabei war. Ob das Chanten individuell oder gemeinsam ist, hat keine Relevanz in Bezug auf die Einordnung, welches höher zu betrachten wäre. Der wichtigste Aspekt ist es, heilige Begierde zu haben und unter der Anleitung eines rassiger Vaishnavas zu sein, sowie sich an die göttlichen Spiele von Krishna zu erinnern. Wir chanten mit der Zunge und sind im Körper oder im Geist in Vrindavan. Diese Art von Kirtan ist der beste. Wenn unser Guruji Kirtan macht und wir daran teilnehmen, ist unser Kirtan nicht derselbe wie seiner. Denn wir sind nicht auf der gleichen Ebene wie er. Er erinnert sich an die göttlichen Spiele von Krishna und weint. Aber wir tun das nicht. Wir singen einfach mit ihm mit. Unser Chanten ist nicht dasselbe. Was Nimittika Karana betrifft, beinhaltet Nimittika Karana Praktiken, das Einhalten von Ekadashi, das Feiern von Janmastami und auch das Ausüben von Entsagungen für Krishna in der Stimmung dieser heiligen Begierde. Tamal Krishna Maharaj. Aber warum der Vergleich zwischen Upadana und Nimitta? Warum hat er diese zwei Worte, Upadana und Nimitta, benutzt? Etwa um den Unterschied zwischen den beiden Arten von Praktiken zu erklären? Srila Gurudeva. Upadana-Karana-Praktiken müssen auf jeden Fall ausgeübt werden. Wenn wir die Nimitta-Karana-Praktiken nicht immer ausüben, hat das Vernachlässigen derer mindere Auswirkungen. Doch niemals so negativ wie die Vernachlässigung der Upadana-Karana-Praktiken. Tamal Krishna Maharaj. Du gabst das Beispiel, wie Upadana der Ton und Nimitta der Töpfer ist.
Srila Gurudeva. Ohne den Töpfer und ohne den Ton kann der Topf nicht entstehen. Doch der Ton ist besonders wichtig und daher ist Upadana übergeordnet. Über die Spiele von Krishna zu hören und Gurudeva zu dienen, sind Upadana Karana und die anderen Praktiken sind vergleichsweise zweitrangig dazu. Wenn jedoch jemand sagt, wir sollten Ekadashi nicht einhalten, so wie Hitari Vamsa es sagte, ist das nicht richtig. Wir sollten Ekadashi, Janmastami und andere heilige Tage respektieren, indem wir sie einhalten und dies, obwohl sie nicht so wesentlich anzusehen sind, wie die Praktiken, die schnellere innere Vertiefung hervorrufen. Ekadashi, Janmastami und andere ähnliche Praktiken wie Tilak auf den Körper auftragen, sind förderlich, um einen an das Hauptziel zu erinnern. Sie unterstützen die Praktiken von Bhav Sambandhi, die wiederum zu Abhista Bhav Mai führen. Tamal Krishna Maharaj: Kannst du das bitte noch einmal wiederholen? Srila Gurudeva: Zuerst ist der Abhista Bhav Mai und dann Bhav Sambandhi. Die Praktiken von Bhav Sambandhi sind denen von Nimitta Karana übergeordnet, welche Bhav Anukula sind. Die Bhav Anukula Praktiken sind Mula Karana, die Hauptursache für die Entwicklung von Abhista Bhav Mai. Ekadashi, Janmastami etc. sind dabei zweitrangig. Danodara Maharaj: Wenn die zweitrangige Praxis fehlt, ist der Hauptaspekt als Praxis dann ausreichend? Srila Gurudeva: Der Hinweis, dass Ekadashi zweitrangig ist, ist für eine Person gedacht, die Tage wie Ekadashi, Janmastami und Rama Navami betont, aber keinen Harikatha hört, nicht chantet und sich nicht an Krishna erinnert. Welcher Nachteil liegt darin, Ekadashi zu vernachlässigen? Jemand, der heilige Begierde hat und sich in Bhav Mai oder Bhav Sambandhi beschäftigt und auf diese Weise vertieft ist, dass er seine äußere Umgebung vergisst, hat kein Problem damit. Vamsidas Babaji Maharaj ist ein Beispiel dafür. Er hielt für 3 oder 4 Tage Ekadashi ein am Astami, dem 8. Tag des Mondes, und Navami, den 9. Tag des Mondes. Dann, an Ekadashi, dem 11. Tag des Mondes, war er so in sein inneres Bewusstsein vertieft, dass er äußerlich gar nicht mehr anwesend war und den Tag vergaß. Auf ähnliche Weise war Srila Raghunath Das Goswami so verinnerlicht und absorbiert in seine Dienste, in den Spielen von Radha und Krishna und sogar für viele Tage darin vertieft, dass der Ekadashi-Tag einfach vorüberzog. Weil diese beiden Mahabhagavatas, höchst selbstverwirklichte Bhaktas, Raghunuga Bhajan praktizierten, war es kein Hindernis für sie, wenn sie Ekadashi verpassten. Wenn jemand allerdings Ekadashi verpasst, obwohl er im äußeren Bewusstsein lebt, dann ist das eine entscheidende Vernachlässigung in seiner Bhakti-Praxis. Tamal Krishna Maharaj: Was ist der Unterschied zwischen Bhav Mai und Bhav Sambandhi? Srila Gurudeva: Ich habe dir bereits alles davon erzählt. Tamal Krishna Maharaj: Ich weiß, aber ich bin durcheinander gekommen, als du den Unterschied zwischen Upadana und Nimitta diskutiertest und wie sie sich auf Bhav Sambandhi und Bhav Anukula beziehen. Srila Gurudeva: Zuerst erkläre ich Abhista Bhav Mai, welche auf einer reifen oder unreifen Stufe sein kann. Auf der Ebene von Sadhana ist es die Vertiefung in jemandes Identität als Gopi, während man noch einen materiellen Körper hat
und auf der Siddha-Stufe wird man tatsächlich eine Gopi. In beiden Fällen ist es Abhista Bhav Mai, dann zu Bhav Sambandhi Upadana Karana. Dies sind Handlungen, die ausgeführt werden müssen, wie Hören oder Erinnern. Sie dürfen auf keinen Fall vernachlässigt werden. Wenn wir Nimitta Karana Praktiken unter bestimmten Umständen nicht ausüben können, ist dies nicht schlimm. Aus diesem Grund gelten sie als zweitrangig. Das Einhalten des Kartik-Gelübdes kann in die Kategorie von Upadana Karana oder Nimitta Karana fallen, wenn es einfach gemäß den Regeln der Entsagung ausgeübt wird, wie zum Beispiel die Vermeidung bestimmter Lebensmittel und Handlungen, dann fällt es in die Kategorie von Nimitta Karana. Wird es im Einklang mit den Prinzipien vom Hören und Chanten der heiligen Namen und den Herrlichkeiten von Sri Radhika und Sri Krishna ausgeübt, dann ist es in der Kategorie von Upadana Karana und ist Bhav Sambandhi. Wenn man im Monat von Kartik Entsagungen auf sich nimmt, ist es gut. Aber Shravanam und Kirtanam sollten in Kartik auf keinen Fall vernachlässigt werden. Eigentlich besteht jedes Vrata, Gelübde, aus zwei Arten: Upadana Karana und Nimitta Karana. Wenn es Upadana Karana ist, sollte es niemals ausgelassen werden. Wenn wir aber die Praxis der einen oder anderen Art von Nimitta Karana unter gewissen Umständen vernachlässigen, wird dies nicht zu einem Hindernis. Zum Beispiel besuchte ich einmal den Tempel von Sri Govindaji in Jaipur während des Kartik-Monats. Als der Pujari mir das Mahaprasadam anbot, sagte ich: Ich fühle mich so gesegnet, dass ihr mir das Mahaprasadam von Sri Sri Radha Govinda anbietet. Dann brachten sie mir Reis, Loki, eine Zucchini-Art und Auberginen-Gemüse. Wir essen normalerweise keine Loki oder Auberginen zur Kartik-Zeit. Doch ich akzeptierte sie als Mahaprasadam und nahm es respektvoll entgegen und hielt es an meine Stirn. Ich dachte damals: Sri Govindaji ist der verehrenswürdige Deity von Srila Rupa Goswami und sein Mahaprasadam anzunehmen ist Upadana Karana. Und so nahm ich es respektvoll an. Andererseits sagen wir den Devotis hier in unserem Tempel: Solche Gemüsearten wie Loki oder Aubergine und andere Nahrungsmittel, die wir zur Kartik vermeiden, nicht zu kochen. Gopi Chandana, Tilak und Nam Mudra aufzutragen, die heiligen Namen Krishnas mit einem Stempel auf den Körper aufzutragen, die als Nimitta Karana gelten, sind in der Kategorie von Bhav Anukula, die der dritte der fünf Aspekte von Raganuga Bhakti ist. Der erste ist Bhav Mai, der zweite Bhav Sambandhi und der dritte ist Bhav Anukula. Anukula heißt förderlich. Praktiken in der Kategorie von Bhav Anukula beginnen mit der Verehrung von Tulasi Devi. Siehe Anhang 2. Man bringt ihr Ehrerbietungen dar, bewässert und umkreist sie, Parikram. Diese Tätigkeiten sind förderlich und sollten daher praktiziert werden. Andere Praktiken sind zum Beispiel die Verehrung der Kuh, des Datri, Myrubalan-Baums, des Aswatha, Banyan-Baums und den Brahmanas Respekt darzubringen. Siehe Anhang 3. Versteht ihr? Sie sind unter den 64 Arten der Bhakti im Bhakti Rasamrita Sindhu aufgelistet und gelten somit als nützlich und förderlich. Wir folgen den Unterweisungen von Srila Raghunath Das Goswami in seinem Sri Mana Shiksha, Sujane Busura Gane. Wir ehren auch die
Brahmanas, die in der Verehrung Krishnas nicht einpünktig ausgerichtet sind und sich vielleicht sogar in Halbgötterverehrung beschäftigen. Wenn ein Raganuga Vaishnava für diese Praxis keine Zeit hat, ist das kein Versäumnis, denn sie sind Nimitta Karana. Also sind sie alle Bhav Anukula förderlich? Versteht ihr das? Tamal Krishna Maharaj. Förderlich, doch nicht essentiell. Srila Gurudeva. Ja, nicht essentiell. Als nächstes kommt Bhav Aviruddha. Nicht ungünstig und nicht förderlich. Tamal Krishna Maharaj. Welche Dinge hast du sie schon genannt? Srila Gurudeva. Ich erkläre sie nun. Burijandas. Jetzt kommen wir zur vierten Kategorie. Srila Gurudeva. Aviruddha bedeutet Burijandas nicht förderlich. Srila Gurudeva. Es ist nicht wirklich ungünstig, doch auch nicht unbedingt förderlich. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gibt ein Beispiel. Krishna wollte Milch von Mutter Yashodas Brust und zur gleichen Zeit begann die Milch auf der Feuerstelle über. Danodara Maharaj, überzukochen. Srila Gurudev. Yashoda legte Krishna schnell beiseite, um nach der Milch zu schauen. Obwohl Krishna weinte und sehr wütend war, ging sie, um die Milch auf dem Herd zu retten. Das weist uns darauf hin, dass wir die Dinge beschützen sollen, die Krishna mag. Manchmal sogar noch mehr als Krishna selbst. Wir sollten diese Dinge sogar noch vor Krishna bevorzugen, denn sie werden in seinem Dienst benutzt werden. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sagte, dass zwar Shravanam, Kirtanam und Smaranam übergeordnet sind, doch für den Raganuga Bhakta sind die Vorbereitungen für das Ausführen des Kirtan nicht weniger wichtig. Tamal Krishna Maharaj. Kannst du das bitte nochmals erklären? Srila Gurudeva. Zum Beispiel mag ich jemanden sagen, oh, komm hierher und spiele die Mridanga. Und jemand anderem sage ich, oh, bitte komm und mache Kirtan. Eine Person trifft vielleicht die Arrangierungen und Vorbereitungen für die Kirtanfeste und andere Predigen, um Menschen zu begeistern, daran teilzunehmen. Diese Tätigkeiten sind dem Shravanam und Kirtanam nicht untergeordnet. Shravanam und Kirtanam sind dem Management übergeordnet. Doch letztlich wird sich diese Art von Management in Shravanam und Kirtanam transformieren. Burijandas. Du sprachst über das Predigen. Bezieht sich das auf Predigen über Raganuga Bhakti oder jegliche Ebene von Bhakti? Bezieht es sich auch auf Predigen über Vaidhi Bhakti? Srila Gurudeva. Der Devote sollte Raganuga Bhakti in seinem Herzen haben. Doch er kann jede Art von Predigen ausüben, um den Sankirtan zu unterstützen. Das heißt Shravanam, Kirtanam und Smaranam. Tamal Krishna Maharaj. Fällt Management in die Kategorie von Bhav Aviruddha? Srila Gurudeva. Lasst uns ein Beispiel nehmen, um dies zu verstehen. Du predigst, organisierst und hältst Unterredungen. Du gehst hierhin und dorthin, um den Namen Sankirtan zu unterstützen. Es gibt keine Alternative. Du musst diese Pflichten erfüllen. Es ist dabei nur wesentlich, dass du zur gleichen Zeit innerlich eine bestimmte Stimmung beibehältst, während du dich mit diesen Aufgaben beschäftigst. Wenn diese innere Stimmung in dir präsent bleibt, kannst du diese Aktivitäten ausführen. Dann sind sie förderlich für Raganuga Bhakti. Die fünfte Kategorie für Raganuga Sadakas ist Bhav Viruddha. Die Aktivitäten, die abgelehnt werden, sind Ahankara Pasana, sich selbst als identisch mit dem Objekt der Verehrung zu betrachten.
Karanyasa, die Silben des Mantra mit Fingerstellungen zu begleiten, Mudras, während der Verehrung mit den Fingern und den Händen vorgeschriebene Gesten zu machen, und Dwaraka und Mahisi Dhyana, Meditation über Krishnas Dwaraklila und die Verehrung und Vertiefung in die Stimmungen seiner Königinnen. Die vorher genannten Praktiken in der Kategorie von Bhav Aviruddha mögen zwar hilfreich sein, doch diese hier sind direkt abträglich und sollten vermieden werden. Tamal Krishna Maharaj, du sagst also, dass die Arrangierungen, das Management und das Predigen für die Unterstützung und das Ziel von Kirtan nicht weniger wichtig sind? Srila Gurudeva. Und ebenso das Nähen und Dekorieren von Krishnas Kleidern. Tamal Krishna Maharaj. Sie sind nicht weniger als Kirtana oder Smarana? Srila Gurudeva. Ja, aus dem Grund, weil sie sich in der Zukunft in Kirtan und Smaran transformieren, wenn die wunderschön angezogenen Deities ihre eigene Verherrlichung inspirieren. Man sollte alle Aspekte der Bhakti respektieren, beginnend mit Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. Doch unter ihnen ist Smaranam, Meditieren über Krishna, das Ziel. Asakti, Anhaftung, besteht aus zweierlei Arten. Asakti für die Vorgänge des Sadhana, hingebungsvolles Praktizieren, das zum Ziel der Verehrung hinführt, und Ashakti für Krishna und seine Gefährten. Beide sind gut, doch in der reifen Entwicklung wird sich Ashakti für Shravanam, Kirtanam und alle Praktiken der Sadhana Bhakti in Ashakti für die Erinnerung an Krishna und seine Gefährten transformieren. Auf diese Weise beginnt Ashakti als Bhav Anukula, Handlungen, die für Raganuga Bhakti förderlich sind, und wird später zu Bhav Mai, vollständige Absorption in die angestrebte heilige innere Stimmung. Burijandas. Was ist der Unterschied zwischen den Praktiken, die neutral sind, Bhav Aviruddha Praktiken, die weder förderlich noch abträglich für Raganuga Bhakti sind, und Nimitta Praktiken, die unterstützend und nützlich, aber nicht so wesentlich sind? Srila Gurudeva. Es ist besser, wenn du zuerst darüber liest und wir dann darüber sprechen. Tamal Krishna Maharaj. Ja, wir müssen es ausgeschrieben sehen. Wenn wir es nochmal lesen, wird es sehr klar werden. Es ist wichtig, die Kategorien zu sehen. Srila Gurudeva. Srila Chakravarti Thakur hat das erklärt, was ich gerade mit euch teile. Und wenn ihr euren Siddha Sariya erlangt, werdet ihr all diese Wahrheiten verwirklichen. In den früheren Stufen kann man keine genaue Vorstellung davon haben. Srila Chakravarti Thakur beendet dieses erste Kapitel, indem er sagt: Ich erkläre euch diese Wahrheiten, und wenn ihr es nicht richtig verstanden habt, so ist es mein Fehler, dass ich es euch nicht vermitteln konnte. Mögen Gott und die reinen Gottgeweihten mir dafür vergeben. Nach einem weiteren Tag von Erörterungen werden wir das Raghavartma Chandrika beendet haben. Tamal Krishna Maharaj. Ich habe noch ein oder zwei praktische Fragen. Normalerweise sollte der kleine Murti, Deity, in einem Tempel aus Aster Dhatu, 8 besonderen Metallen oder aus Messing gefertigt worden sein. Doch die Deities, die wir installiert haben, sind aus Marmor. Was geschieht, wenn ein Deity zerbricht? Ich habe dich das vorher schon einmal gefragt und da sagtest du, dass wir ihn ersetzen sollten. Ich sagte dir, dass der andere Deity nicht zerbrochen sei. Der kleine Krishnamurti zerbrach, doch der Radharani-Murti nicht. Da sagtest du, gut,
Dann ersetzt nur den Krishnamurti. Und ich fragte dich, was ist mit Radharani? Du antwortetest, sie ist nicht zerbrochen. Das Problem ist nur, dass wir befürchten, dass in 50 oder 100 Jahren dasselbe mit ihr passiert, weil sie ebenfalls aus Marmor ist. Wir denken, dass beide durch Messingmurtis ersetzt werden sollten, damit sie für immer sicher sind. Srila Gurudeva. Sie haben aber Prana Pratishtha bekommen, die vedische Installationszeremonie. Es wäre besser, den Krishna Deity mit einem anderen aus Marmor zu ersetzen und die Installation zu wiederholen und sie dann einem Schüler zur Verehrung zu geben oder sie als Deity im Tempel zu behalten. Tamal Krishna Maharaj. Es ist nicht so leicht, Radha und Krishna zu Hause zu verehren. Vielleicht möchte dies niemand tun. Srila Gurudeva. Wenn dein Vater gestorben ist und deine Mutter noch am Leben wäre, würdest du deine Mutter verlassen? Würden wir ihr sagen, du solltest nun auch gehen? Tamal Krishna Maharaj. Du gabst damals die gleiche Antwort. Aber ich habe eine Frage dazu. Im Tempel bringen wir fünfmal am Tag Boga dar und viele andere Dinge werden ihnen geweiht. Wenn wir die Detis zu Devotis nach Hause geben, müssen sie dann dort den gleichen Verehrungsstandard einhalten? Srila Gurudeva. Zweimal am Tag ist genug. Oder so wie es der Devoti kann. Tamal Krishna Maharaj. Also können wir für den Tempel die Radha und Krishna Deities durch Messing Deities ersetzen und die Deities aus Marmor jemanden nach Hause zur Verehrung geben? Srila Gurudeva. Ja, zu jemanden nach Hause oder zu einem anderen Tempel oder auch in einen neuen Tempel. Tamal Krishna Maharaj. Dann kommt vielleicht dasselbe Problem mit dem Zerbrechen wieder. Besser nach Hause, denke ich. Ich habe noch eine andere Frage. Auf einem Grundstück, das wir in Vrindavan besitzen, gibt es einen alten Baum. Srila Gurudeva. Ein Kadamba-Baum? Tamal Krishna Maharaj. Nein, es ist ein Drumstick-Baum. Er gibt nur noch wenige Früchte und ist ein sehr alter Baum. Wenn wir dort beginnen, ein Gebäude zu bauen, wird er im Weg sein. Doch er ist in Vrindavan. Kann er umgehauen werden oder lieber nicht? Srila Gurudeva. Lebt er? Tamal Krishna Maharaj. Ja, er lebt. Srila Gurudev. Ist er alt? Wenn Sie ihn herausnehmen und verpflanzen, wird er dann am Leben bleiben? Tamal Krishna Maharaj. Nein, er muss gefällt werden. Srila Gurudeva. Du kannst das nach deinen eigenen Vorstellungen handhaben. Tamal Krishna Maharaj. Ich kann die Verantwortung für diese Entscheidung nicht übernehmen und deshalb frage ich dich. Dieser Baum befindet sich mitten auf dem Grundstück und deshalb kann dort kein Gebäude entstehen. Es ist kein Kadamba-Baum. Die Leute dort sagen, dass dieser Gemüsebaum nicht so nützlich sei. Srila Gurudeva. Auf der anderen Seite sehen wir alle Wesen in Vrindavan als Chinmaya, transzendental, an. Sie wollen Bhajan ausüben und tatsächlich tun sie das auch. Sie dürfen nur abgeholzt werden, wenn ein Tempel entstehen soll. Tamal Krishna Maharaj. Und was ist, wenn jemand dort sein Haus bauen möchte? Srila Gurudev. Besser ist es, wenn du selbst darüber nachdenkst, als mich dazu zu befragen. Ich werde dir nicht raten, ihn zu fällen oder nicht zu fällen. Tamal Krishna Maharaj. Ich werde die Verantwortung dafür nicht übernehmen. Srila Gurudeva. Ja, wir sollten nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Als Srila Raghunath Das Goswami den Shyamakund neben dem Radhakund errichtete, plante er, einige Bäume wegzunehmen, die genau an den Ufern des Shyamakund standen. Und zwar genau dort, wo er die Treppen bauen wollte. Doch diese Bäume erschienen ihm in seinem Traum und sagten, bitte lass uns am Leben, wir praktizieren unseren Bhajan hier. Nachdem er diesen Traum hatte, dachte er,
Krishna ist auch nicht gerade, er ist Tribhanga, dreifach geschwungen. Er möchte nicht gerade sein. Srila Raghunath Das Goswami hatte Radha Kund eine viereckige Form gegeben, doch dann entschied er sich, Shyama Kund in einer unregelmäßigen Form zu lassen und erhielt das Land um diese Bäume herum. Er fällte sie nicht. Und heute, nach ungefähr 500 Jahren, sehen wir, dass einige von ihnen von alleine gegangen sind. Dhanurthara Maharaj: Ich habe eine kurze Frage. Kommen die Ehemänner der Manjaris aus Yavat? Tamal Krishna Maharaj: Seine Frage bezieht sich auf Yavat, dem Zuhause von Srimati Radhikas Schwiegereltern und Abhimanyu, ihr sogenannter Ehemann, und Chatila, ihre Schwiegermutter, etc. Als wir dorthin pilgerten, sagtest du uns, dass die Freundinnen von Radhika dort mit ihr wohnen. Er fragt, ob ihre sogenannten Ehemänner dort auch in Yavat leben. Srila Gurudeva: Das kann so sein oder auch nicht. Vishaka zum Beispiel kommt aus Kamai. Sie hat aber auch Verwandte in dem Dorf. Tamal Krishna Maharaj: In Yavat? Srila Gurudeva: In Yavat und auch im Hause von Chatila. Vishaka ist verwandt mit Chatila und Kutila und vielen anderen. Yavat ist ein großes Dorf und aus diesem Grund leben so viele Verwandte der Gopis dort. Indem sie Ausreden erfinden oder Tricks anwenden, sagen sie ihren Ehemännern: Ich gehe zu meiner Schwester oder ich besuche meine Verwandten oder ich gehe dort und dorthin. Sie erzählen diese Dinge unter einem Vorwand und kommen dann, um Srimati Radhika zu dienen. Irgendwie schaffen sie es immer, ihr zu dienen. Dhanurdhara Maharaj: Irgendwie sind sie da. Giriraj Maharaj: Du gabst das Beispiel mit der Milch. Du sagtest, wenn sich jemand Milch wünscht, wird er sich eine Kuh mit Kalb besorgen und viele andere Sachen lernen. Doch das Hauptziel ist es, die Milch zu bekommen. In diesem Zusammenhang habe ich vor einigen Jahren innerlich den Entschluss gefasst, dass ich alles tun würde, was notwendig wäre, um die Gemeinschaft von Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, wieder zu bekommen. In welcher Kategorie ist das zu verstehen? Mit anderen Worten, ich habe in den letzten Jahren viele Dienste getan, doch ich tue sie nicht, weil die Schriften es vorschreiben oder weil ich denke, dass ich sonst zur Hölle gehe oder so etwas. Ich handle so, weil ich dachte, wenn ich richtig folge, werde ich die Gemeinschaft von Guru Maharaj wieder bekommen. Ist das vergleichbar mit der heiligen Begierde in Raganuga Bhakti? Srila Gurudeva: Das ist in der Kategorie von Vaidhi Bhakti, denn er erklärte euch alles gemäß den Vorschriften der Shastras. Er unterwies euch nicht darin, wie ihr Begierde entwickeln solltet, denn er wollte diese erhabenen Themen nicht gewöhnlichen Menschen erklären. Er predigte so, dass ihr Vertrauen in die Prinzipien der Vaidhi Bhakti entwickeln konntet. Das nennt sich Prachara, das ausstreuende Predigen der allgemeinen Prinzipien von Krishna Bhakti. Raganuga Bhakti kann nicht so weit gestreut gepredigt werden, denn es ist Vyakti Gat, was bedeutet, es ist individuell. Tamal Krishna Maharaj: Seine Frage war etwas anderes gemeint. Srila Gurudeva: Ist das Befolgen von Bhakti mit dem Ziel, die Gemeinschaft seines Gurudevas zu erlangen, Raganuga oder Vaidhi? Ist das deine Frage? Giriraj Maharaj: Nicht genau. Srila Gurudev: Wie lautet sie dann? Giriraj Maharaj: Wenn jemand die Vorschriften der Shastras befolgt und davon auf der Grundlage der Schriften überzeugt ist, nennt sich das Vaidhi Bhakti. Doch wenn jemand Begierde hat, ein Objekt zu erlangen, Srila Gurudev: Welches Objekt? Giriraj Maharaj:
Naja, diese Person wünscht sich Liebe zu Krishna in der Stimmung einer seiner Gefährten, Srila Gurudeva. Es gibt nur drei Arten von Stimmungen, für welche man in Raganuga Bhakti begierig sein kann: Sakya Ras, Vatsalya Ras und Madhurya Ras. Und in Madhurya Ras spezifisch der Wunsch für den Dienst zu Srimati Radhika. Jede andere Begierde wird nicht als Raganuga anerkannt. Giriraj Maharaj. Ich möchte noch ein anderes Beispiel geben, um die Frage zu erklären. Am Anfang hat man Ashakti, Anhaftung, an Shravanam, Kirtanam und Smaranam. Diese Ashakti wird später auf Krishna und seine ewigen Gefährten transferiert. Doch beide sind Ashakti. So hatten wir anfänglich die Gemeinschaft mit unserem Guru Maharaj und wir denken an ihn, so wie wir ihn in dieser Welt kannten. Nun scheint es, als wenn dieser gleiche Wunsch auch transformiert werden kann, wenn die Identität von Guru Maharaj klarer wird, nämlich in seine ewige Identität in Krishnas Dienst. Burijandas. Er fragt dies: Wenn wir an Guru Maharaj als einen Manjari denken, zum Beispiel, und wir uns wünschen, Srila Gurudev, wie wird er es verstehen können, wenn er nicht wirklich im Raganuga Bhajan beschäftigt ist und nichts über die Fakten, wie Raganuga Bhakti ausgeübt wird, weiß? Seine Vorstellungen repräsentieren nicht Raganuga Bhakti. Dhanurdhara Maharaj. Was ist, wenn jemand die Begierde hat, den Darshan von seinem Gurudeva wieder zu bekommen? Srila Gurudeva. Wenn jemand Diksha im wahren Sinne erhalten hat und wenn er genügend Gemeinschaft mit seinem Gurudeva in diesem und in vergangenen Leben hatte und er ausreichend spirituelle Eindrücke in seinem Herzen aus vergangenen Existenzen in sich trägt, dann kann man davon reden, dass er reine heilige Begierde besitzt. Wir müssen genau hinschauen, ob die Begierde wirklich echt ist. Wenn du von deinem Gurudeva hörst, im Dienst und Vaidhi Bhakti praktizierst, dann wirst du nach einiger Zeit durch die Gemeinschaft mit deinem Gurudeva oder einem anderen Rasik Vaishnava allmählich zu Raganuga Bhakti kommen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass jemand diese Begierde ohne irgendeine Hilfe oder ohne Diksha genommen zu haben, schon hat. Giriraj Maharaj, Viharidas Thakur, Srila Gurudev. Noch mehr wie Bilva Mangala Thakur. So ein Devotee ist Raganuga. Wir erkennen aus seinen Handlungen und seinen Gedankengängen, ob jemand ein Raganuga-Bhakta ist oder nicht. Jemandes Bhakti ist den anfänglichen Stufen seiner Entwicklung Vaidhi und danach kann wahre Begierde durch das Hören von Gurudeva oder einem Rasik Vaishnava auftauchen. Dhanurdhara Maharaj. Aber Giriraj Maharajas Begierde kommt nicht aus Angst vor den Schriften. Er hat so viel Liebe für Prabhupada, dass er alles tun würde, um seinen Darshan wiederzubekommen. Er wird organisieren, geht an alle Plätze der Welt, praktiziert Shravanam und Kirtanam. Deshalb fragt er: Was ist diese Begierde? Srila Gurudeva. Diese Art der Begierde ist Vaidhi Bhakti. Die Gnade des Guru vermag einem echte Begierde zu schenken und dadurch wird sie zu Raganuga werden. Dhanurdhara Maharaj. Doch seine Begierde geschieht aus Liebe. Er praktiziert Bhakti nicht aus Angst vor shastrischen Anweisungen. Es ist aus Srila Gurudeva. Wenn du wirklich weißt, dass dein Gurudeva Vinod Manjari oder eine andere Manjari ist und du aufrichtige Sehnsucht hast, ihm in dieser Form zu dienen, dann ist es Raganuga. Wenn du auf der anderen Seite begierig bist, ihm in der Form zu dienen, die du von ihm kanntest, seine Sadaka-Gestalt, dann ist das nicht Raganuga. Das ist dann Vaidhi Sadhana. Ist das nun klar?
Danurdhara Maharaj. Das ist sehr klar, perfekt. Srila Gurudeva. Ihr solltet all diese Wahrheiten kennen, doch weil ihr dieses Buch Raghavatma Chandrika nicht habt, erkläre ich es euch in Kurzform. Tamal Krishna Maharaj. Deine Anweisung, Japa zu chanten und dabei über Krishnas Spiele zu meditieren, ist so effektiv für mich. Srila Gurudeva. Du hast großes Glück, dass die Wirkung in so kurzer Zeit zu dir kam und du sie verwirklichen durftest. Tamal Krishna Maharaj. Nur weil ich in deiner Gemeinschaft sein darf. Srila Gurudeva. Somit haben wir bisher über Abhistabhav Mai, Abhistabhav Sambandhi, Abhistabhav Anukula, Abhistabhav Anukula, Abhistabhav Aviruddha und Abhistabhav Viruddha gesprochen. Wir haben diese Themen durchgenommen. Erinnert ihr euch an sie? Giriraj Maharaj. Ich erinnere mich daran, dass wir sie diskutiert haben, aber es fällt mir schwer, mich an den Inhalt zu erinnern. Anhang. Erster Anhang. Auszug eines Vortrages von Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj in Deutschland vom 8. Juli 2007. Heutzutage gibt es in den europäischen Ländern und in Russland Gottgeweihte auf der Anfängerstufe, die sich als sehr rassig betrachten. Sie wollen Rasa, den Geschmack spiritueller Stimmungen. Sie wollen es sofort und schnell auf die Spitze des Baumes der Prema heraufklettern. Sie wollen Madankai Bhav, die höchste ekstatische, hingebungsvolle Liebe, die nur in Srimati Radhika ist. Sie mögen Vaidhi Bhakti nicht und möchten es nicht befolgen. Solche Ideen sind wirklich gefährlich. Seid also vorsichtig damit. Diejenigen, die in solchen Vorstellungen leben, sind unwürdige Sahajya Vaishnavas. Diese Misskonzepte sind sehr gefährlich und ich warne meine Schüler davor. Sri Krishna hat über die natürlichen Neigungen aller Lebewesen in dieser Welt, sogar diejenigen von Schlangen, Eseln und Affen gesprochen. Er erklärte es besonders Uddhava im 11. Kanto des Srimad Bhagavatam. Der männliche Esel wird von dem weiblichen Esel mit den Hinterbeinen geschlagen, wenn er ihr hinterherläuft und sie begatten möchte. Die Schweine in Vrindavan haben einen Genuss für Fäkalien und sind ein weiteres Beispiel für unkontrolliertes Sexualverhalten. Ebenso die Ziegen. Selbst wenn die männliche Ziege auf dem Weg zum Schlechter ist, und dann noch eine weibliche Ziege sieht, wird sie zügellos und möchte sich vereinigen. Das ist schon sehr erstaunlich. Sie möchte selbst zum Zeitpunkt des Todes Sex. Wir sollten diesbezüglich sehr achtsam sein, Frauen in Bezug auf Männer und Männer in Bezug auf Frauen. Wenn man meint, heilige Begierde für den Seva, für Srimati Radhika zu besitzen oder für den Dienst zu anderen Vrijvasis, sollte es dafür Anzeichen geben. Wenn jemand wirklich Srimati Radhika trifft oder sieht, kann dieser Devoti sich nicht mehr in dieser Welt identifizieren oder hier bleiben. Narada, auf der Stufe von Bhav Bhakti, sah seinen Herrn Narayan nur für einen kurzen Augenblick. Dann verschwand der Herr und sagte ihm: Niemals wird der Ungeläuterte mein Angesicht erblicken. Wie sollte es für eine konditionierte Seele möglich sein, Srimati Radhika zu erblicken? Diejenigen, die nicht bereit sind, gewisse Unannehmlichkeiten in der Ausübung von Vaidhi Bhakti auf sich zu nehmen und deren Regeln und Regulierungen nicht befolgen mögen, verhalten sich launenhaft, unabhängig und gegen die Shastras. Srila Rupa Goswami erklärt aus den Shruti und Smriti Shastras, dass es 64 Aspekte oder Vorgänge der Bhakti gibt und die ersten 10 davon besonders wichtig sind. Der erste Aspekt ist Sri Gurupad Ashray. Zuerst nimmt man die Harinam-Einweihung von einem Lehrer an und dann die Diksha-Mantra-Einweihung.
Man lernt, wie Bhakti praktiziert wird. Man darf lernen, was Bhakti ist und was keine Bhakti ist. Was Sakama Bhakti ist, das Ausüben von Bhakti mit dem Ziel, sich seine materiellen Wünsche zu erfüllen. Niskam Bhakti, Ausübung von Bhakti ohne Wunsch nach materiellen Resultaten. Nirguna Bhakti, Hingabe, die frei von den Eigenschaften der materiellen Natur ist. Uttama Bhakti, reiner hingebungsvoller Dienst. Aropasiddha Bhakti, Handlungen, die von ihrer Natur aus keine reine Bhakti sind, aber zur Bhakti zugeordnet werden, weil sie dem höchsten Herrn dargebracht werden. Sangha-Siddha Bhakti, Bemühungen, die mit Bhakti verbunden sind oder auch förderlich für Bhakti sind, doch in sich selbst keine reine Bhakti sind. Und Swarup-Siddha Bhakti, Bemühungen, die nur aus Bhakti bestehen. Es ist wesentlich, dass angehende Devotis all diese Wahrheiten kennen und verstehen lernen. Ansonsten glauben sie, Bhakti auszuüben, die eigentlich gar keine Bhakti ist. Es ist unmöglich, dass jene, die ihrem Gurudeva nicht dienen wollen, Raghunuga Bhakti entwickeln können. Sri Chaitanya Mahaprabhu folgte allen Vorgängen der Vaidhi Bhakti, die im Bhakti Rasamrita Sindhu beschrieben werden. Er unterwies auch Srila Raghunath Das Goswami: Sei geduldig und gehe wieder nach Hause. Werde nicht zum Verrückten. Nach und nach wirst du in der Lage sein, den Ozean der materiellen Existenz zu überwinden. Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 16, 237. Srila Rupa Goswami ist Sri Rupa Manjari in seiner Form als Gopi. Doch äußerlich folgt er allen Aspekten von Vaidhi Bhakti. Wenn jemand durch die Gnade seines qualifizierten Guru wirklich heilige Begierde im Herzen trägt, wenn er Sri Krishna innerlich auf dem Pfad der Raghunuga Bhakti in seinem Siddhadeya, in seiner ewigen selbstverwirklichten Position dient, muss er sich auf der Stufe von Rati befinden. Echte Begierde manifestiert sich auf dieser Stufe. Davor hat jemand noch keine echte Begierde. Im Namen von Begierde werden Männer von Frauen und Frauen von Männern angezogen. Das ist sehr gefährlich, denn dann wandern sie hinab in niedere Bereiche und nicht in die transzendentale Welt, um Manjaris zu sein. Ohne Sri Guru zu dienen, können wir nicht in das Reich der Bhakti eintreten. Versucht nicht verzweifelt, etwas zu erlangen, ungeduldig nach vorn zu springen, wie unqualifizierte Dummköpfe, die behaupten, sie hätten Srimati Radhika gesehen. Wenn man wirklich die transzendentale Form von Krishna sieht, wird man sofort den materiellen Körper verlassen und nach Vrindavan, Vrajmandal gehen und dort Sri Krishna in seinem transzendentalen Siddhadeya, dem spirituell vollkommenen Körper, dienen. Seid immer achtsam in diesem Zusammenhang. Leute, die die Wichtigkeit des Befolgens der Prinzipien von Vaidhi Bhakti ablehnen, möchten diesen nicht folgen, aber ihr müsst diesen Prinzipien folgen. Wenn ihr dann das Sri Chaitanya Charitamrita unter der Anleitung und Führung eines Rasik Vaishnava lest, wird eure Vaidhi Bhakti sich automatisch in Raghunuga Bhakti wandeln. Das ist der Vorgang und der Weg. Zweiter Anhang. Auszug eines Vortrags von Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj in Kuala Lumpur, Malaysia, im Februar 1999. In transzendentalen Angelegenheiten schenkt Tulasi Devi so viel Wissen. Sie reinigt unser Herz und unsere Worte. Wenn Tulasi gegenwärtig ist, verstärkt sie den Wunsch in uns, die heiligen Namen zu chanten, Krishnas Spiele zu erinnern und auch die Neigung, ihm zu dienen. Warum? Vrinda Devi, Tulasi in der Form einer Gopi, ist eine der liebsten Sakis von Krishna in Vrindavan. Sie ist so ermächtigt, dass sie Vrindavan stets wunderschön erstrahlen lässt. Daher wird der Wald, in dem Radha und Krishna
Ihre göttlichen Lilas spielen nach ihr benannt. Wenn jemand Krishna, Chaitanya Mahaprabhu und Nityananda Prabhu dienen möchte, wenn er Harinam chanten möchte, dann sollte er Tulasi-Halsketten tragen. Unsere Ketten sollten reine Tulasi sein, nicht Tulasi gemischt mit Perlen dazwischen. Manchmal sehe ich, wie Devotis Gangeswasser und Ghee auf ihre Tulasi-Malas tun. Doch Tulasi ist genauso heilig wie das Wasser der Ganga und der Yamuna. Es gibt keinen Grund, die Malas weiter zu reinigen. Wer sich Krishna Bhakti wünscht, wird die Stimmung dieses Verses annehmen. Tulasi Deki Churiya Prana Madhavatosani Yani. Der Anblick der Tulasi-Pflanze berührt wohlig sanft meine Seele, denn ich weiß, dass sie Krishna Freude schenkt. Tulasi oder Vrinda dient immer Radha und Krishna in Goloka Vrindavan. Ganz Vrindavan gehörte ihr und sie brachte es den Lotusfüßen Srimati Radhikas dar. Wer sich reine Bhakti ersehnt, wird mit Freude Tulasi-Pflanzen pflegen. Tulasi-Halsketten tragen, auf Tulasi-Japa-Malas chanten, sie viermal am Tag umkreisen und ihr Wasser geben, so wie sie es braucht. Ein Auszug aus einer Vorlesung von Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj in Kuala Lumpur, Malaysia, am 12. Februar 2000. Krishna fühlt sich Vrinda Devi immer liebevoll verbunden und sogar in ihrer Schuld, denn sie dient auf so wunderbare Weise mit allem erdenklichen Zubehör. Krishna selber denkt sogar, dass er es ihr niemals ausreichend zurückschenken kann. Wenn ihm also jemand ein Tulasi-Blatt darbringt, wird er sehr schüchtern und denkt: Dieser Devote hat mein Herz gewonnen. Ihr könnt es einmal ausprobieren und damit experimentieren und schauen, ob es stimmt oder nicht. Bewässere die Tulasi-Pflanze und bringe ihr Blätter den Lotusfüßen von Krishna dar. Wenn du ihm etwas zu essen bringst, lege ein Tulasi-Blatt auf jede Präparation. Krishna wird es ganz gewiss annehmen und wird Freude daran haben und er wird versuchen, auch dich zu erfreuen. Er wird dich fragen: Was wünschst du dir? Was wünschst du dir? Verehre also Tulasi Devi, gebe ihr Wasser und bringe ihr täglich ein Licht dar. Umkreise sie viermal am Tag und singe die Tulasi Arati. Wenn du in den Dienst von dem göttlichen Paar Radha und Krishna eintreten möchtest und sie lieben lernen möchtest, dann verehre Tulasi. Du wirst spüren, wie einfach du fortschreitest. Dritter Anhang. Auszug aus dem Jaivadharma, Kapitel 20. Vijay. Wie bringt man solchen Bäumen wie Aswatha und Amalaki seine Ehrerbietungen dar? Raghunath Das Babaji. Alle Sünden werden vernichtet, wenn man sich daran erinnert, den Amalaki und den Pipala-Bäumen, den Kühen, den Brahmanas und den Vaishnavas Puja und Ehrerbietungen darzubringen. Skanda Purana. Jemand, der für Vaidhi Bhakti qualifiziert ist, wird seine Lebensreise hier, während er in dieser Welt ist, unterhalten müssen. In diesem Sinne verehrt er, meditiert, versorgt und gibt seine Ehrerbietungen den nützlichen und schattenspendenden Bäumen wie den Pipala-Bäumen und den früchtespendenden Bäumen wie Amalaki, den verehrungswürdigen Pflanzen wie Tulasi, den Kühen und anderen Nutztieren, den Brahmanas, die die Gesellschaft beschützen, indem sie Unterweisungen bezüglich von Dharma geben, und auch den Vaishnavas. Die Vaidhi Bhaktas beschützen die Welt, indem sie so handeln.